Dennis grüßt Gott, hallo. Zum Frühjahr, in der Basel-Show. Es fällt heute erst ein Verein wie Alt-Basel in der Teil. Oder der nächste vorneweg, das ist die erste Phase des Gelbens. Würde tierisch wild und so weiter geht's ihm, in der so. Zur Eröffnung ganz famos tanzen wir euch rein und groß. Den Marsch der Garten habt ihr gesehen. Nun kann es tierisch weitergehen. Zum Singen laden wir euch ein, die Jüngsten vom Gesangverein. Die Mixed Kids singen Partylieder, als Löwen, Maus und auch als Tiger. Im Anschluss dann flotten Takt, die Haselbande im schönen Fach. Als Pinguine aus dem Eis, es euch nicht friert, da wird's euch heiß. Bevor ich wieder weiter muss, noch ein paar Hinweise zum Schluss. Auch wenn ihr es mir nicht glaubt, Fütter ist hier nicht erlaubt. Auch ein Bad bei denjenigen Pferden führt zu mancherlei Beschwerden. Raubtiere sollte man nicht reizen, doch mit Applaus sollt ihr nicht tanzen. Ich gebe nun die Bühne frei und fange noch ein paar Schmetterlinge ein. Thank you.
auf der Bühne zu stehen. Und die Kinder sind hier immer ganz wild drauf, auch mal ein Mikrofon zu singen. Und dass wir diese Möglichkeit möglichst alle, die das möchten, erlauben. Herr Stimme mit gerade etwas Chaos, weil die Kinder müssen jetzt pro Vers sortiert werden, dass jeder auch tatsächlich zum Einsatz kommt. Und deshalb war die zwischen unseren beiden folgenden Liedern immer ein bisschen was passieren. Ja, Basis im Mai, mal was anderes, wollen wir dieses Jahr machen. Hoffentlich nur dieses Mal und dann gehen wir wieder im Februar ganz normal zurück. Und das Motto ist so. Und dazu haben wir ein wunderbares, cooles Kinderprojekt gefunden. Die Party im Zoo. Viel Spaß. Yeah.
Seid ihr noch fit? Einige Minderwohner dieses Planeten sind die Pinguine. So, jetzt machen wir einen Tanz zusammen, den Pinguin-Tanz. Jetzt die Hände ganz nach oben und wackeln mit dem Po. Hände auf die Füße und wir uns abhauen. Hände ganz nach oben, Hände ganz nach unten. Wackeln mit die Füße und wir uns abhauen. Jetzt die Hände ganz nach oben und wackeln mit dem Po. Hände auf die Füße und wir uns abhauen. Hände ganz nach oben, Hände ganz nach unten. Wackeln mit die Füße.
liebe Leute, jetzt fragt euch noch, ein Hochzeitslader hier im Zoo, was will der da, was ist passiert? Die Braut, die wurde ihm entführt. Und die Entführung geht da rein, zum Filterzoo und Krebsrei. Und ich könnte ewig klagen, in Kirch und Frömmlich, ja, zum Sagen. Die Adelheit, so heißt die Braut, stand vor der Kirch noch nicht getraut. Da kam der Herr aus Mexiko, Felipe dieser immer froh. Und dieser Donnerwetterheit verdreht den Kopf von Adelheit. Die ausgespannt wird ein Theater, und das bei mir als Hochzeitslader. Und jetzt ist die ganze Nacht um Adelheid und ihren Schatz entführt, wohin wir kehren ein, bei Tierwelt, Zoo und Zankfrei. Und mit dabei, was bist denn nur, natürlich noch ihr Männerchor. Die wollen ihren Beitrag bringen, beitbar werden Lieder singen, wie eine Hochzeit mit viel Trubel, beim Stadion wird ist Freud und Jubel. Thank you.
Money, 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 goo, must be funny goo in the rich man's world. Money, 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 goo, always sunny goo in the rich man's world. Aufgeschoben Jahr für Jahr, hoffentlich wird das mal kommen. Schaut mal zum Bahnhof, ist es so, man sieht viel Zaun, so wie im Zoo. Dabei wird durch die Bahn noch klar, für Stuttgarter ein Traum hier war, denn die möchten doch zu uns raufsausen, mit dem Zügle nach Neuhausen. Dann können die, das lohnt sich schon, zur Andacht hier im Filmerdom und ein Fronleichnam wird es klappen an der Prozession mit Appen. Und ein Genuss ist nicht vermessen, endlich mal im Salbung essen. Gern du die alle bei uns sein, Stuttgart fühlt sich hier daheim und wir begrüßen sie auch hart. Wie sich's gehört nach Bautze Art, und werden da kein Natter schauen, für sie ein Fasnetzwagen bauen. Alle drauf, das gibt die Schau, durch unsere Straßen mit Helau, und die denken eingenommen, die Reitwehrwäge, die wir kommen. In Stuttgart schallt der Satz nach draußen, was wären wir ohne Neuhausen, und weiter sind wir für euch schön. Den Party-Hit, den Weller Man, was es zu berichten gibt, von Scheide und von Schlaue Leid. Ein Sturm ist dann das Dach hinweg.
dass die Regierung aufgeschreckt hat, rechtzeitig in Ordnung brach und den Hammer rausgemacht. Ja, dies ist das Jahr. Zum Finken war die Steigung dort ziemlich stark. Das teure Pferd sich selbst versenkt, die Rettung man redet. Die Kaucherinnen Sommer war ein Auto, das kommt seinem Jahr. Serve 6 von unserem Mann, was du sagst, erfordern kann. Ja, dieses letzte Jahr, ungeschickt im Sonderland. Sind schon ganz gesund, der uns mit Gas versorgt. Schon wieder hätten wir mit ihr nicht einmal ein richtiges Bier. Ein Pflanzenöl und Weizenmehl, wer soll das schon verstehen? Ja, dieses letzte Jahr, ungeschickt im Sonderland. Wer hätte das gedacht, worüber man heute kam? Bierlei leert und mit dem Auto links vom Pferd, wo man in Urlaub Jahr für Jahr Mallorca, Gran Canaria und lässt sich dort beim Rausch auspinnen, den Bierbauch und das Hirn verbrennen und beim Fußball allemal. Bei der WM und Weltpokal verschließen stets diese Vertreter den entscheidenden Elfmeter und schießt und scheiden dann mit viel Applaus bei der WM vorzeitig aus. Drum ist der Brexit lang verziehen, wie mit Hurra, Gott sei's geblieben. Und wir werfen unseren Blick. Venture England auf Musik. Da sind die gut, es muss man lassen. Denn was von dort kommt, ist echt klasse. Wir singen Crazy Little Thing, Freddie Mercury und We. Oh.
hat's ihm so gezündet. Denn die Beute hätt sich gefunden. So, jetzt ist die Hochzeit klar. Schaut es an das volle Paar. Und auf dieses süße Glück singen wir das letzte Stück. Hört's euch an und stimmt mit ein und singt mit uns jetzt den Refrain. Philippe kam aus Mexiko in unser Villa-Ort. Hier lud man ihn zur Party ein, das war für ihn ein Wort. Er wusste, als der Ingenieur ein echtes schwarze Kind, da merkte er, wie fröhlich ihr die Seniorina sind. Wie toller als zu Haus, da, 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 rief er aus. Ole, ole, wie ist das? Ole, da liegen sie. Sie ist genau so schön, sie ist genau so schön, wie der Kleid und an der Spät. Sie ist genau so schön, sie ist genau so schön, wie der Kleid und an der Spät. Der Vino schmeckte ihm so gut, die Maid hieß Adelheid. Es war zwar keine Sommernacht, denn draußen hat's geschneit. Doch davon hat er nichts gespürt, als er sie heimgebracht. Er rief, komm mit nach Mexiko, doch sie hat nur gelacht. Sie sagte, ich bleib hier, amigo, glaube mir. Sechs Kinder ganz genau. Und jedes Jahr im Mai, wenn draußen Sonne scheint, da singen Philippes Kinderschar mit ihm und Adelheid. Sie singen dieses Lied. Haha! Thank you.
ting tang, walla walla bang bang, ooh ee, ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang, ooh ee.
unglaublich, oder? Du, weißt was? Heute soll ja ein ganz besonderer Event stattfinden. Bei uns auf der Showbühne. Du nicht, das weißt du. Oh, du, da tanzen die Page vom MGV. Ihr toller Marsch. Die Page vom MGV? Ja. Gazelle gleich. Einmal. Du, ich glaube, dann gibt es erstmal eine große Pause für alle. Ja? Das ist eine gute Idee. Ja, aber hallo. Und ich glaube, die Säse schon kommt. Und dann ist man schnell da runter. Und für die gazellenartigen Pagen von Neuhausen machen Sie bitte den mittleren Gang frei. We'll be right back.
mir immer wieder dieselben Dinge ein. Ich habe keine Wahl. Ich muss dir alles weichen. Erstmal will ich dich küssen. Ich berühre deine Lippen. In Gedanken will ich nicht nur tanzen. Schau mir tief in die Augen. Ich werd die Sinne dir rauben. Nummer 6. Ich verpass dir eine Gänsehaut. Und die größte Sünde, das ist Nummer 7. Denn heute Nacht nehm ich dich mit zu mir nach Haus. 7 Sünden bist du mir wert. 7 Sünden und noch viel mehr. Thank you.
Thank you.
So, liebe Leute, wir sind zurück. Gleich geht's los und wir stimmen noch ein bisschen ein und lassen euch ein bisschen in Erinnerungen an die richtige Fastnet im Februar schwelgen. Viel Spaß! Stimmung! Thank you.
Also unsere Grasen verlust. Hm? Halt mal.
Faultiere. Was? Hast du den, ne? Ja, als du, aber du gehst ja schon dran mit dem. Komm. Also, komm. Um selbe Dinge hinzukommen. Um selbe Dinge hinzukommen. I like to move it.
wird Gustav meine Krone gleich auf Zusagen. Ah, wo ist er? Komm, es ist ein Massierer, meine Krone gleich auf Zusagen. Wow, Martin, das sieht hier ganz genau so aus wie auf dem Flyer. Abgefahren. Ja, Alex, schau mal, sogar das Glas. Ja, den Flyer. Grün. Stell dir vor, Geschäftsmann, Landwirt wollen Gras legalisieren. Ich wüsste nicht, warum Gras illegal sein sollte. Einfach eine wunderbare Umgebung. Das Beste für eine zarte, liebliche Stimme. Melvin, machst du deine Maske auf? Die Luft ist so wunderbar und rein. Ich trage die Maske doch nicht wegen der Luft, sondern wegen der Ansteckungsgefahr. Hast du nicht Krümmstvögel und Reden hören? Das klang nicht normal. Das ist hier eine ansteckende Virusinfektion. Krümmstvögel? Meinst du, sind Pinguine? Das sind doch unsere Freunde. Nein, er meint die Schwaben dort unten. Und Melvin, nein, es ist keine Virusinfektion. Es ist ein Dialekt und der nennt sich Schwäbisch. Und der wird nicht über die Luft, sondern nur über das Blut übertragen. Komm, Melvin, jetzt zieh ich die Maske ab. Das ist wirklich noch ganz wahnsinnig. Na gut, euch zu mir. Dann setzen wir die Maske ab. Aber ich trage ja auch nicht in der Luft. Ja. Von wem frische Luft? Hier oben ist eindeutig ein Schrauberraum. Ich setze meine GGF2-Maske besser wieder auf. What? Was ist denn mit einer GGF2-Maske? Das ist doch klar. Giraffen, Gesichtsfilter, Maske. Für eine Höhe von über 2 Metern. Mensch, Melvin, du und deine verdammte Angst vor Ansteckungen. Jetzt ist das Rädel gegrissen, jetzt ist meine Maske. Oh, meine Leute, jetzt muss ich zum Ladewunderlauf, heilig Sonderbenau, und mir neue kaufen. Das heißt ja nicht, haben wir auch Steckbett gesprochen. Ich weiß nicht. Diese Grappe macht mich wahnsinnig. Ich glaube, das Wort Hypochonder wurde nur für Sie erfunden. Untertan, verbeuge euch vor eurer Chronik.
Moment! Wer hat dich denn zu unserem König gemacht? Ich bin ja wohl der König aller Tiere und damit auch hier der King. Ja, er ist König! Du hast aber gar keine Krone. Ich habe eine wunderschöne Krone. Ja, er hat eine wunderschöne Krone. Wer braucht denn schon eine Krone, wenn er so eine wunderhübsche Mähne und so starke Muskeln hat wie ich? Ich habe auch eine Krone, oder? Ich habe auch eine Krone, Was du hast, das ist mir kein Also, ich. Moment doch. Wahlprogramm. Also, ich habe von Wunder, Großheit, Ehre, diese Wilhelmen, Dingens, Ding. Ja, das werden wieder so super Ideen sein, wie immer. Aber hört selbst. Julien, du großer König, neuer Herrscher der Wilhelmer, hoffentlich auch ewig. Julien, du bist schon König, hast schon eine Insel, doch du bist mehr. Es sei mir als Kraft, sie können mich selber kein Mehr und besser.
Und du wurdest sehr schnell.
Wir sind stolz auf unsere Heimat.
vor zu dieser späten Stunde. Ich bin die Biene Buddeldumm, ich lieg im Sommer Runde. Ich war heute schon fleißig, hab alle Blümlein geküsst, manche Düfte genossen und viele begrüßt. Viele schöne Düfte kann man so genießen, doch stimmt es auch mal dann und dann, kann dir die Laune vermiesen. Wegen solcher schlechten Lüfte kommt gleich der Bolle ins Haus. Er sammelt alles ein, was Viecher scheiden aus. Am meisten aber freue ich mich auf meinem runden Flug, wenn ich komme ins Tropenhaus, ja, da gefällt's mir gut. Bei Femme Fatale fühle ich mich wohl, auch ihr Prinzip Staunung, denn Pflanzen, stellen sie heute dar, die machen gute Laune. Der nächste Stopp auf meinem Flug ist bei den Kameraden. Ich flieg ins Insektarium zu Käfer, Spinnen, Maden. Den Pagenschotas könnt ihr sehen, sie bräuchen seinen Bann. Und wenn dann die Musik ertönt, fängt's große Zabeln an. Bevor ich dann fliege in meinen Stock, nach diesen langen Tagen, treffen sich Flora und Fauna noch bei großem Grande-Finale. Ich mach nur die Bühne frei, schwing Flügel und 6 Beine. Da kommt schon der Herr Bollinger, da zieh ich ganz schnell die Leine. Es ist ja so, beschaut man sich des Tierchens nicht, kannst du nur noch raten,
was da mal eingegangen ist. In seltenen Fällen kann es gelingen, noch was zu säen von den Dingen, die den Viechler haben geschmeckt und sind im Haufen noch versteckt. So sieht man bei den Tieren mit den langen Öhren im Hof oft noch was vom Möhre. Auch am Stroh gemischt fischt fein, es ging ins tierische Gras hinein. Doch meistens ist nicht mehr sichtbar, was da zuvor im Äpfel war. Was immer war die Ausgangslage, auf dem beachtet es zutage. Und da fiel mir wie Bollen von den Augen, der Vergleich kann für ganz vieles taugen. Es ist auch so, wenn kein Geschick passiert, das auch der Politik. Was mal geplant, erdacht, entschieden, hat sich im Ergebnis oft zerrieben. Was den Leuten furchtbar wichtig ist, 2 Jahre später alles nichtig. Oft ist, was man hat sich vorgenommen, in ein paar Jahren schon zerronnen. Zum Verständnis, das ist fein, fällt mir gerade ein Beispiel ein. Auf dem Handy hat sie jeder App. Die ellenbekannte Corona-App. 7 Millionen investiert, das auf dem Handy was passiert. 3,5 Millionen jährlich und das Ergebnis erschütterlich. Am Anfang war nicht viel zu sehen. Monatelang war es den Grün. Man hat sich gefragt, ob es funktioniert und ob bei den Kindern was passiert. Im Winter ist es dann geschehen, da nur die Farbe rot zu sehen. Im Frühjahr, wenn die Blumen blühen, wird die App dann wieder grün. Wenn sonst nichts tut bei diesem Mischpreis, wenigstens, ob schon Winter ist. So gibt es vom Gesundheitsamt als Sender den weltweit freiersten Kalender. So kommt auch da, so sieht es aus, im Ergebnis nur was für Jonathan aus. Da hilft, das sagt ich Bollinger, am Ende nur ein Bollinger. Mir fällt, wie soll es anders sein, da gleich noch mal ein Beispiel ein. Ein Gesetz im letzten Jahr in der EU beschlossen war. Lang diskutiert und dann besonnen im letzten Jahr. War es dann soweit zum Schutz der Welt, das Gesetz jetzt gilt. Trinkhalme, Rosenus, Plastik, Ohrenstäbe, neue Gastik-Menüverpackung für daheim muss Endeffekt darf nicht mehr sein. Mikroplastik reduzieren zum Schutz der Menschen und von Tieren. An diese Sache muss man dann, schaut man sich unsere Meere an. Ja, so hat man sich's gedacht, doch leider dann was anderes gemacht. Wenn auch hier, ich sag's nicht rum, am Ende es wieder anders kommt. Der Scheiß fällt so weit aus dem Rahmen, der hat sogar einen eigenen Namen. Hygienemittel hat was gebraucht, was seit ja um die Umwelt läuft. Handschuhe, Maske, Desinfektion im Krankenhaus, da kennt man schon. Doch das zeigt in jedem Haus, da sieht die Sache anders aus. Maske, Tiegel, Kleine, Fläschle, Plastik, Stäbe für Nase und Gäste, Schnelltestdichte mit der Streifer, Einwegkiche zum Enteilreiben. 9 Millionen Plastiktonnen sind in einem Jahr zusammengekommen. Das Maler dachte auf grüner Wiese, verworfen in der nächsten Krise. Was hilft? Das sagt euch Oliver. Am Ende nur ein Trommel. Löblich war es, dass man gedacht, dass man was für Familien macht. Der Politik war es ein großer Schatz, das Recht auf einem Kita-Platz. So gilt eigentlich seit vielen Jahren ein solches Recht wie wunderbar. Die Gemeinden sind sich jetzt auch out und Deutschland bringt mehr Kitas aus. Man strengt sich da wirklich an, dass jedes Kind in Kita kann.
was auch den Geldbeutel erfreit, wenn es Kindern alltags ist, getränkt und nicht sich wieder nur der Mann und Mama wieder schaffen können. Doch, wenn man plant, passiert es darum, dass es am Ende anders kommt. Weil jetzt die Brücke so muss sein, dann müssen auch Erziehung sein. Sag nur, dann wäre die Befreiungszeit, wenn so lang auch Befreiung. So ist, wenn schaffen dann den Schluss, wenn mittags ist da wieder Schluss und Eltern auch im Chef auch um das Kind wieder holen sollen. Ja. Und Lösung ist ja kaum in Sicht, so viel Erzieher gibt es nicht. Stellst neue Eier, so ein Kettel, die gerade noch anders weg. Und ist die Betreuung noch so teuer, fällt überall an der Betreuung. Und da der Personalkampf hitzig, wird es bei der Lösung langsam witzig. So wird man gerade in Esslingen, wenn lieber gesagt in Selbingen, aber nicht so mit dem Esslingen, um hochlernte Quereinsteiger kennen. Ich habe kurz darüber nachgedacht, was mich zum Kandidaten macht. Impfung gegen Masern habe ich gelesen und noch nicht im Knast gewesen. Alles andere findet sich in mir ein Herz bewerbe dich. Die Kinder macht's nichts, das Krieg muss schon so nach. Die sind gewohnt nach 2 Jahren Corona. Der ursprüngliche Gedanke feines Ergebnis kann in den Schub rein. Da hilft, das sagt euch Bonio, am Ende nur ein Bonio. Manchmal aber auch eine schlechte Idee, ein gutes Ende. Oder gut Ende, zumindest bei uns im Linke. Am Flughafen Stuttgart, an der Welt, stand Willkommen in the Land. Die Welt hat der Winfried sich gebucht, damit jeder, der uns hier besucht, am Flughafen schon lesen kann, dass in den Land, er kommt gerade an. Die Miete ist jetzt ausgelaufen. Der Schriftzug wollte auch keiner kaufen. Man hat sich da zum Glück besonnen und das Plakat schnell abgenommen. Es steht da wieder Airport Stuttgart welcomes you im Lände. Und so nimmt es dann noch ein gutes Ende. Darüber freut sich Bonio und am liebsten wird er träumen. Oh,
gestellt. Thank you.
handwerklich sind sie fliegen aber auch. Ach, du, die kannst du aber gern für dich wieder anlocken. Ich habe ein bisschen versucht, hat er recht? Bestimmt, nicht ins Kind.
Kennen wir nur. Ich habe eine Mücke gesehen, aber hier auf diesem Jahr. Leute, mir ist langweilig. Wie ein endlich zu Affen. Also, wie man nur noch habe ich schon gut Affen gehabt, aber warum nicht auch nicht zu Affen? Ich will jetzt nicht. Hey, es gibt sogar eine Termine, guck mal. Da, Alter, kannst du jetzt lesen üben. Wie heißen diese Pflanze hier? Also, ich will sagen, es stimmt. Nee, die heißt Monstera deliciosa. Ist doch logisch, die macht doch monstermäßig Sauerei und du bist der Herrin. Vielleicht muss das auch so sein. Oh, der Alfred, der Vogel. Der Alfred! Oh, ist das eine schöne, hübsche Seerose. Jetzt bringt dir damit wie die Seerose an. Weil jetzt habe ich hier schon so viele Seerosen bekommen. Und in euch wollen sie die Teil. Ja, das wundert mich auch nicht. Weil wenn du in einem Teich oder Kunstchen reinfällst, das ist viel zu viel. Mama, guck mal. Die Pflanze, die hat viele. Kevin, sag mal, das darf man doch nicht sagen. Du, das ist ein Schwiegermutter. Ha! Das wäre das richtige Geschenk von deinem Mutter. Und der Vater hat auch noch was davon. Das war gar nicht. Das war gar nicht. Oh! Oh! Was war denn das hier? Ha! So, das war Umständengerechtigkeit, ist? So ist nämlich. Oh, guck mal. Ha? Aber die Pflanze hat gerade Muck gefressen. Lecker! Also ich finde das gut. Ich denke, das ist ein Zwiebelbraten schmecken. Was? Oh, oh, Alfred, der kannst du nicht warten, bis du da halt raus sind. Sag ich doch, sieben Mal. Nee. Oh, ey, nein, das liegt auch an der Rolle. Die heißt Schmarotza Stinkel Rosa. Wo ist das oben? Oh, nein, das wird ja nicht los. Oh, was wird da halt? Und lass dich mal die Tür oben. Thank you.
Gastgeber. Haben Sie ganz schön schon ein Seminar. Yeah.
Sehr schön. Danke. Schwach ab. Habt ihr am liebsten mit dem Land?